Freedom Bookshop in London. Hier in den winkligen Räumen der anarchistischen Buchhandlung im Herzen des Londoner East Ends finden wir erste Spuren Rudolf Rockers, dieses vergessenen Revolutionärs und Humanisten, dieses Agitators für Gerechtigkeit. Intelligenz, sondern der Charakter eines Menschen ist entscheidend für die Aufrichtigkeit seiner Handlungen. Intelligenz ist eine großartige Gabe, aber nur, wenn sie für eine ehrenvolle Sache und zum Besten aller eingesetzt wird. Rudolf Rocker. Laut Urkunde des Stadtarchivs wurde Rudolf Rocker am 25. März 1873 in Mainz geboren. Sein Geburtshaus steht nicht mehr. Eine Lücke in der Straßenzeile ist geblieben. Und niemand dachte sich wohl etwas Böses dabei. Rudolf Rocker war in Mainz vergessen. Mainz war bei Rockers Geburt die größte Reichsfestung. Und diese Festung wurde von den preußischen Militärs beherrscht. Eine Tatsache, die von der Mainzer Bevölkerung nur widerwillig geduldet wurde. Man fühlte sich sehr zur Lebensart der Franzosen und ihrer revolutionären Tradition hingezogen. Die Zeit der französischen Herrschaft wurde sogar so weit verklärt, dass Mainz als Vorort von Paris galt. In dieser Atmosphäre wuchs der junge Rudolf Rocker auf, verbrachte angenehme erste Jugendjahre in einem Elternhaus ohne direkte materielle Not. Als Steindrucker gehörte Rockers Vater zur damaligen Arbeiterelite, die immerhin über ein Existenzminimum verfügte. Und zur Sozialdemokratie in Mainz. Der Vater arbeitete beim traditionsreichen Schott Musikalienverlag, der sich damals gerade erfolgreich bemühte, die Werke Richard Wagners hoffähig zu machen. Nach dem Tod der Eltern wurde der 14-jährige Rudolf ins Mainzer Waisenhaus abgeschoben. Damit fand seine glückliche Jugend ein jähes Ende. Er hasste dieses Waisenhaus, in dem der Geist und Ton einer Kadettenanstalt herrschte. Er hasste es von ganzem Herzen. Die Lehrer bezeichnete er später als herzlose Despoten. Und schon früh entwickelte er eine starke Ablehnung gegen unbegründete Autoritäten. Nach Beendigung der Schule heuerte Rudolf als Schiffsjunge bei der Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrt an. Aber sein Vormund war gegen diesen ersten Schritt in die Freiheit. Er bestimmte, dass Rudolf einen klassischen Handwerksberuf erlernen sollte. So wurde Rudolf Rocker Buchbinder. Der Umgang mit Büchern verschaffte ihm Zugang zur revolutionären Arbeiterliteratur dieser Zeit. Seinem Meister fiel Rudolf auf, weil er jede freie Minute mit Lesen verbrachte. Er verschlang förmlich die Werke von Karl Marx und die Werke von Ferdinand Lassalle und wurde schnell zu einem der aktivsten Mitglieder der Mainzer Sozialdemokratie. Hier im Stadtarchiv wird deutlich, dass Mainz eine starke Bastion der Sozialdemokratischen Partei war. Das war nicht weiter verwunderlich, galt auch Mainz seit der Französischen Revolution als die republikanischste Stadt Deutschlands. Stumme Beweise dafür sind die Folianten des Mainzer Stadtarchivs. Solange Mainz unter französischer Verwaltung stand, hatte die Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit das Sagen, bis Preußen diesem Traum ein Ende machte.
aber in den Weinstuben beschworen weiterhin die alten Männer der 48er Revolution als Hackergarde ihre Träume. Zu diesen Alten suchte der 17-jährige Rudolf Kontakt. Sein Lieblingsschriftsteller war Georg Büchner, der 1848 auch auf den Barrikaden gestanden hatte. Begeistert erlebte Rudolf in der alten Mainzer Stadthalle die Versammlungen der Sozialdemokratie. Und hinterher setzte man sich in einem der berühmten Mainzer Lokale bei einem guten Glas Wein zusammen und diskutierte bis tief in die Nacht über die politischen Geschehnisse. Die sozialistische Bewegung hatte nach einer anfänglichen Lähmung durch die Sozialistengesetze wieder an Kraft gewonnen. Der junge Buchbinder Rudolf Rocker engagierte sich heftig in den damaligen Strategiedebatten und schon früh offenbarte er, dass er sich auch durch Parteiautoritäten nur ungern in seinem revolutionären Elan bremsen ließ. Bei diesen Diskussionen lernte er so prominente Parteigrößen wie Georg von Vollmar, den großen Gewerkschaftler und Karl Liebknecht persönlich kennen. Noch heute berühmt ist folgende Geschichte. Bei einer dieser politischen Zusammenkünfte in einer Mainzer Weinstube gab August Bebel dieses Treffen der Polizei gegenüber als sein eigenes Geburtstagsfest aus und die Polizei musste wieder abziehen. Die Eintracht in der Partei war nicht von Dauer. Einige Genossen, die Jungen, wurden sie genannt, kritisierten den Zentralismus. Nach heftigen Debatten wurden sie hinausgeworfen. Rudolf Rocker war einer von ihnen. 1892 wurde er Mitbegründer des Vereins Unabhängiger Sozialisten. Ab da waren es vor allem die Ideen der beiden großen russischen Anarchisten Bakunin und Kropotkin, die sein Denken prägten. Und schon 1892 musste Rocker wegen umstürzlerischer Reden vor der preußischen Polizei fliehen. To earn your pay for centuries long past, for no more than your bread have bled for your countries and counted your dead in the factories and mills, in the shipyards and mines. Rudolf Rocker floh ins Ausland. Über Paris kam er, wie so viele andere Flüchtlinge, nach London. Eigentlich wollte er nur kurz in England bleiben, aber es wurden 25 Jahre daraus. Die wichtigsten seines Lebens. London war die Metropole, die größte Stadt der Erde, Zentrum des Welthandels, der größte Hafen der Welt, in dem eine Viertelmillion Menschen arbeitete. We're the first ones to die, we're the first ones in line for that pie in the sky, and we're always the last when the cream is shared out, for the worker is working when the fat cat. Für politische Flüchtlinge aus aller Welt war London das gelobte Land. Hier kannte man keinen Gesinnungsterror, keine Sozialistengesetze, keine Ressentiments gegen Ausländer und neue Ideen. Since time first began, I had always expected to carry the can. Heute ist alles anders geworden. Der Londoner Hafen existiert nicht mehr. Mit der Liberalität ist es auch nicht mehr weit her. Und das riesige Areal der Docks ist auf dem Weg zu einer gigantischen Yuppie- und Hightech-Ansiedlung. Rocker war überrascht von den ungeheuren sozialen Gegensätzen, die sich nicht nur durch Armut und Reichtum ausdrückten, sondern auch durch die Tatsache, dass sich jede Schicht, jede Bevölkerungsgruppe sorgsam in ihrem eigenen Viertel, in ihrer eigenen Straße abkapselte. Damals hungerte fast die Hälfte der Bevölkerung, während sich gleichzeitig das Empire seine Kathedralen der Macht,